Dann kämen wir zur 19, wie Sie die Reihenfolge festgelegt haben, Verlängerung der thematischen Weihnachtsmärkte Dresdens im Jahre 2021. Hier ist Einreicher die FDP-Fraktion. Bitte, wenn Sie einbringen möchten. Und dann haben wir einen Ergänzungsantrag Fraktion Die Linke, der danach dran wäre. Schlusswort. Ergänzungsantrag Fraktion Die Linke. Herr Schäuble. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir als Fraktion Die Linke wollen versuchen, zur Verbesserung dieses Antrages beizutragen. Zunächst erstmal ist ja das Anliegen in gewisser Weise nachvollziehbar. Den Händlerinnen und Händlern auf den Weihnachtsmärkten soll die Möglichkeit geboten werden, in einem etwas längeren Zeitraum als ursprünglich vorgesehen, ihre Waren anzubieten. Uns ist nur ein gewisses Defizit in diesem Antrag aufgefallen. Dieser Antrag stammt ja von der FDP-Fraktion, unterschrieben von ihrem Vorsitzenden, Herrn Stadtrat Z. Nun ist ja, gibt es auch einen Weihnachtsmarktveranstalter Z, und interessanterweise ist es so, dass wenn heute dieser Antrag eine Mehrheit findet, automatisch dieser Weihnachtsmarktveranstalter Z einen Vorteil erhält. Der Vorteil besteht nicht nur darin, dass dieser Weihnachtsmarkt länger stattfinden darf, sondern dass dem Weihnachtsmarktveranstalter Z für diesen längeren Zeitraum, an dem dieser Weihnachtsmarkt durchgeführt werden darf, keine entsprechenden Konzessionsabgaben zahlen muss. Und da sind wir auf eine Schwierigkeit gestoßen. Wenn wir denn sagen als Stadtrat, wir wollen einen Beitrag leisten, dass eben die Händler, die Gastronomen, die Schausteller, die Künstler etwas davon haben, dann müssten wir dafür sorgen, dass diese Gruppe nicht etwa jetzt ihrerseits an den Weihnachtsmarktveranstalter Z noch Standgebühren in Größenordnungen abdrücken muss. Dann haben die nämlich von dem Stadtratsbeschluss gar nichts. Und deshalb schlagen wir Ihnen vor, mit unserem Ergänzungsantrag den Oberbürgermeister zu beauftragen, dass die Verlängerung der Weihnachtsmärkte nur unter der Bedingung zugelassen werden darf, dass seitens der Veranstalter der Märkte für den Verlängerungszeitraum keine Entgelte für die Standplätze von den Händlern, Gastronomen, Schaustellern, Künstlern und Dienstleistern erhoben werden darf. Dass es also tatsächlich dieser Gruppe zugutekommt und nicht nur den Veranstaltern. Das ist der Antrag. Und jetzt bitte ich noch den Beigeordneten für Recht um Aufklärung. Und zwar hat uns in dieser Woche noch ein Schreiben des Oberbürgermeisters erreicht, und dem war eine Stellungnahme des Rechtsamtes beigefügt, und zwar zu einem gleichartigen Antrag, der das vergangene Jahr betraf. Und dort hat das Rechtsamt dem Stadtrat Hinweise erteilt, und zwar will ich das kurz zitieren. Und zwar schreibt, wird da ausgeführt, dass gemäß Beschlussvorschlag formulierte Ansinnen der Verlängerung der thematischen Weihnachtsmärkte ist mit dem Vergaberecht nicht vereinbar. Eine entsprechende Beschlussfassung und Durchführung wäre wettbewerbswidrig. Es bedarf keiner weiteren Ausführungen, dass das vorliegende Ansinnen eine wesentliche Auftragsänderung beinhaltet, da insbesondere nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Interesse weiterer Teilnehmer am Vergabeverfahren gedeckt worden wäre, das wirtschaftliche Gleichgewicht zugunsten des Auftragsnehmers unvorhergesehen verschoben wird und eine erhebliche Ausweitung erfolgt. Das ist diesem Schreiben zu entnehmen. Dass das Rechtsamt, wie gesagt, zu einem gleichartigen Antrag in Bezug auf das vergangene Jahr entwickelt hatte. Und da bitte ich einfach den zuständigen Beigeordneten, einmal Stellung zu nehmen, wie er das jetzt in Bezug auf diesen Antrag beurteilt, damit wir hier als Stadtrat bei der Beschlussfassung Fehler vermeiden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. So weit Herr Schäuble. Weitere Wortmeldungen habe ich höchstens bei Bedarf gemeldet bekommen. Deswegen frage ich mal, gibt es weitere Wortmeldungen
aus dem Stadtrat heraus. Das sehe ich nicht. Dann würde ich dem Wunsche des gerade Redenden gerecht werden und den Beigeordneten für Recht um sein Statement bitten. Und es war auf jeden Fall das Schlusswort gewünscht des Einreichers. Ja, meine Damen und Herren, an den grundsätzlichen rechtlichen Bewertungskriterien hat sich insoweit nichts geändert. Und wie es andererseits auch guter Brauch und gute Sitte ist, kann man sagen, wir haben diese konkrete Konstellation, so wie sie jetzt in diesem konkreten Antrag beschrieben ist, noch nicht abschließend geprüft. Deshalb dabei kann ich jetzt auch keine abschließende Auskunft unserer Einschätzung geben. Die Grundsätze als solche gelten und es wäre im Einzelfall zu prüfen. Und was sich aber seit letztem Jahr geändert hat, ist, dass wir ja einen Zeitraum ausgeschrieben hatten und die Konzessionsnehmer, die sich ja auf guten Glauben auf einen gewissen Zeitraum beworben haben, im vergangenen Jahr nicht durchführen konnten, eine ganze Reihe von Kosten hatten. Und das muss natürlich dann in die Betrachtung genauso hineinfließen. Und die Frage, ist da jetzt eine entsprechende Abweichung von den Ausschreibegegenstand in der Form, dass man dem unter besonderen Herausforderungen der Corona-Situation nicht stattgeben kann. Herr Maloney. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich will mich hier gar nicht in das juristische Klein-Klein hineinbegeben. Ich bin kein Jurist, ich kenne das ja, 5 Juristen, 8 Meinungen. Kommen wir mal zum eigentlichen Inhalt des Antrages und in dem Inhalt geht es darüber, was wir gestern besprochen haben, was wir heute besprochen haben. Leben in der Innenstadt kann man eben auch mit Märkten erzeugen. Und deswegen wundert es mich, dass gerade von links außen, Entschuldigung, halb links außen jetzt mittlerweile, gestern noch propagiert wurde, wie toll Märkte sind und wie toll Märkte alles beleben und man jetzt einfach aus vermutlich niedrigeren, frustrierten oder was weiß ich Gründen jetzt vermeint, hier nochmal unbedingt dagegen schießen zu müssen. Wir haben die Stellungnahmen gehört, wir hatten eine Besonderheit im letzten Jahr, wir haben eine Besonderheit in diesem Jahr. Und worum ich Sie bitte, ist einfach dem Bericht des federführenden Ausschusses zuzustimmen, so wie wir das ja auch in großer Mehrheit bereits im Ausschuss getan haben und damit den Konzessionären und den Händlern mal wieder ein Stück Hoffnung zu geben. Und ich gehe ganz fest davon aus, mit fortschreitendem Impffortschritt, dass wir dieses Jahr auch wieder Weihnachtsmärkte haben. Zum Änderungsantrag, den finde ich insoweit fast schon putzig, weil in dem Änderungsantrag zeigt sich mal wieder, wie die Linke mit dem Vertragspartner, also mit dem Partner von unserer Landeshauptstadt Dresden umgeht, indem sie ihm einfach misstraut und möchte jetzt auch noch in das Vertragsrecht zwischen unserem Partner und seinen Partnern eingreifen. Mit dem Hinweis, den ich an der Stelle nochmal geben möchte, wenn man sich mal mit dem einen oder anderen Konzessionär unterhält, und da gibt es ja mehrere, hätten Sie vielleicht erfahren, dass noch nicht jeder Konzessionär mit allen seinen Händlern Verträge geschlossen hat. Das heißt, Sie wollen jetzt Verträge fixieren, die es noch gar nicht gibt, mit Händlern, nach denen einige Konzessionäre noch suchen, um ihren Weihnachtsmarkt vorzubekommen. Also das ist absoluter Blödsinn, sorry für den Begriff, und deswegen bitte ich Sie, den Änderungsantrag der Linken abzulehnen und dem Bericht des federführenden Ausschusses zuzustimmen. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, damit wird das Schlusswort gesprochen. Wir kämen zur Abstimmung. Es gibt einen Ergänzungsantrag der Fraktion Die Linke. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Das ist die deutliche Mehrheit. Damit wäre der abgelehnt. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem federführenden Ausschussbericht folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?
48 Ja, 6 Nein, 9 Enthaltungen, damit so beschlossen.